Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten bzw. zur dritten Folge von Warum sollte man Cannabis eigentlich legalisieren? Ja, und das Ganze wird unterstützt von Avai. Ja, welche Produkte und Darreichungsformen von Genusscannabis gibt es eigentlich? Es gibt natürlich Cannabisblüten, die kann man verdampfen. Es gibt die orale Extrakte. Es gibt Vapes, E-Zigaretten, also die man zieht, raucht, kennt ihr ja. Gibt es auch mit Nikotin und so. Edibles natürlich. Es gibt Cannabisblüten, die man raucht, also in Joints, Wasserpfeifen und so weiter. Ja, und natürlich Haschisch, Bongs, Dabbing, was alles dazukommt. Da gibt es also die verschiedensten Formen, die so noch für manche dazukommen. Ja, kommen wir nun mal erst zu den Edibles. Ja, bei den Edibles handelt es sich also um Cannabis in Lebensmittel, also Lebensmittel mit Cannabis versetzt. Ja. Warum Edibles? Naja, das sind Leute halt, die Risiken des Rauchens zum Beispiel minimieren wollen. Also die beim Rauchen produzierten Toxine haben negative Auswirkungen auf die Atemwege. Häufig wird der Cannabis in einem Joint zusammen mit Tabak geraucht, wie ihr wisst. Und da gibt es halt auch schon ein höheres Suchtpotenzial von ca. 68% bei Erstkonsum. Dann ist er karzinogen, also er kann weitere Krankheiten auch verursachen. Ja, Herstellung und Wirkung von Edibles mit Cannabis versetzte Lebensmittel, Getränke werden halt schon seit Tausenden von Jahren vor Christi konsumiert. Zum Beispiel das Getränk Bhang ist tief in der Cannabiskultur verankert im indischen Bereich. THC-Ausgangsmaterial wurde bereits erhitzt, dekarboxyliert und ist aktiv wirksam. Also beispielsweise für gängige Edibles sind mit THC angereicherte Kekse, Brownies, Schokolade, Weingummis, Bonbons und wie gesagt Getränke. Nach oraler Ingestion erfolgt die Aufnahme der aktiven Wirkstoffe über den Verdauungsextrakt, wird nach 30 Minuten circa, wird aber auch ein bisschen über die Schleimhäute aufgenommen, wirkt dann circa 2 bis 4 Stunden, je nach Dosis natürlich, Körpergewicht, was man vorher gegessen hat und so weiter. Ja, natürlich spielt auch Haltbarkeit eine Rolle, ob es eingefroren ist und so weiter. Und auch das Mindesthaltbarkeitsdatum der Zutaten, die man dann in die macht. Es ist einfach einzunehmen, es ist geruchlos, es ist diskret, man braucht es nicht zu inhalieren, also man hat keinen Rauch. Also Nichtraucherschutzgesetz kann man auch einhalten und es ist auch kein teures Gerät notwendig, womit man das irgendwie nehmen muss. Ja, Risiken von selber gemacht hergestellten Edibles, es könnte sein ungewollte Überdosierung, keine Information über den THC-Gehalt. Auch kann man die Menge schnell überschätzen und zu breit werden. Späterer Wirkungseintritt und guter Geschmack können zu Überkonsum führen, also dass man das nicht so unter Kontrolle hat. Man isst und isst und ja, keine kindersichere Verpackung ist nicht so gut, keine Warnhinweise und in hausüblichen Backwaren und Süßigkeitenform kann das halt schnell zur Verwechslung führen, gerade dann mit Kindern und so. Ja, Verunreinigungen mit Mykotoxin, Salmonellen, Schwermetallen, Pestiziden sind halt auch möglich, wenn nicht nach Lebensmittelstandards getestet wurde. Ein potenzieller Verkauf im illegalen Markt ohne Nachvollziehbarkeit der Inhaltsstoffe sind halt so, kann man als Nachteil bezeichnen. Das waren die Edibles. Jetzt kommen wir zu den Basics von Haschisch. Ja, das ist ein wachsartiges Produkt, das entsteht, wenn man die Trichome von Cannabis konzentriert, also presst, zusammen macht und zu einem festen Block verdichtet. Dann gibt es noch Kief, das ist eher so eine trockene Siebung der Trichome, wo die einfach abgeklopft werden. Circa 20-30% THC-Gehalt, je nach Sorte, besteht aus Wachs und dessen Inhaltsstoffen, also Cannabinoide, Terpene, Blattreste natürlich sind auch dabei. Es ist also eine, wie sagt man, eine ursprüngliche Form des Cannabis-Extraktes und auch tief in der Kultur verankert, wie auch schon
das Magengetränk. Ja, bei der traditionellen Herstellung wird durch händischen Abrieb, also die gehen teilweise durch die Felder von den Blüten, das Blattmaterial, das Harz gewonnen, indem sie sich das dann abreiben oder von den Händen abreiben oder von irgendwelchen Spachteln abreiben. Und die Inhalation des Rauches geschieht meist durch den Verbrennungsprozess im Joint, Pre-Roll, Bong oder halt euren Pfeifen, die ihr sonst so habt. Ja, welche Vorteile gibt es eigentlich von Haschisch? Das ist ja die einfache und traditionelle Weise der Extraktion. Also viele inhalieren das ja pur, einfach, da gibt es so ganz kleine Sachen. Es hat eine lange Haltbarkeit. Es hat auch ein kleines Volumen im Gegensatz jetzt zum Gras. Man braucht auch keine teuren Maschinen zur Herstellung. Es gibt Pflanzenreste, Blattmaterial, kleinere Blüten können gut verwertet werden. Also man braucht jetzt nicht nur hochwertige Blüten, um Hasch zu machen. Ja, als nachteilig gilt eher, dass es normalerweise im Joint halt mit Tabak geraucht wird. Es erhöht das Risiko natürlich für Atemwegserkrankungen, wie ihr wisst. Ja, es ist viel Handarbeit zur Herstellung nötig, wenn man es halt auch selber machen will. Auch wenn es viele gerne machen, aber in traditioneller Herstellung geht ein Großteil der flüchtigen Monoterpene dabei halt auch verloren. Dann gibt es auf jeden Fall nicht nur Haschisch, sondern es gibt auch noch Tropfen zur oralen Einnahme. Ja, im medizinischen Bereich zugelassen nach DAP 220, Monographie eingestellter Cannabisextrakt, besteht aus Vollspektrum Cannabisextrakt mit Terpenen oder THC, aber auch CBD, Isolat gelöst in MCT oder in anderen Ölen. Da gibt es also ganz verschiedene Öle mittlerweile, die auf dem Markt sind. Es wird durch die Aufnahme im Verdauungsextrakt natürlich ein bisschen verzögert. Man nimmt es aber auch über die Schleimhäute auf. Dafür wirkt es aber auch länger. Also man merkt es circa nach 30 Minuten, kann aber auch schneller gehen. Und Höhepunkt nach circa 2 bis 4 Stunden. Und so ist auch ungefähr die Wirkdauer. Ja, es ist bereits dekarboxyliert, erhitzt und aktiv wirksam bei der Einnahme. Es gibt CO2-Extraktion, Destillation in Ethanol. Es gibt ganz viele Herstellungsmethoden, die ich aber jetzt hier nicht alle erwähnen möchte. Was sind die Vorteile davon? Naja, die orale Einnahme verursacht halt keine Atemwegserkrankungen. Es ist eine diskrete Einnahme, also es gibt keinen Geruch, man kann es überall einnehmen. Es ist auch kein Gerät zur Einnahme notwendig, ein kleines Volumen, eine lange Haltbarkeit, es ist ein einfacher Transport, unkomplizierte Lagerung. Und auch hierfür können Pflanzenreste, Blätter und nicht unbedingt Blüten für den Extraktionsprozess optimal verwendet werden. Und zur Basis und es dient auch als Basis zur Herstellung von Edibles, ja? Wie vorher schon erwähnt. Kontra, was ist also negativ eher an Ölen? Es sind hohe Investitionskosten einer CO2 oder anderen Extraktionsmaschinen notwendig, wenn Extrakte auf Ethanolbasis nicht gewollt werden oder aus anderen Gründen. So. Jetzt kommen wir noch zu den hochprozentigen Extrakten. Das kennen vielleicht viele gar nicht. Da geht schon eher so in den Profibereich rein. Auch da gibt es natürlich Vorteile. Und zwar gibt es auch keinen Verbrennungsprozess, sondern eher ein Verdampfen. Also das nennt man dann eher Dämmen oder es wird auch verdampft. Also da gibt es weniger Atemwegserkrankungen. Das Konzentrat ist lange haltbar, hat auch ein kleines Volumen, also kann man auch gut mitnehmen. Riecht auch kaum, außer die verbliebenen oder zugefügten Terpene. Es ist ein schneller Wirkungseintritt, sehr hochprozentig. Dadurch ist es leider auch ein Kontra, weil es ist sehr hoch konzentriert und folglich hat man da wenig Dosierungskontrolle, gerade bei Anfängern. Es kann zu erheblichen Überdosierungen und aber auch Nebenwirkungen führen bei Anfängern, weil ich sage immer, lasst die Finger da weg, fangt mit was Kleinem an, wie beim Auto oder Motorradfahren. Es gibt auch eine hohe Gefahr von Sucht- und Entzugserscheinungen. Die Empfehlung ist eher, dass man das reguliert verkaufen soll, weil es gibt zwar eine Nachfrage, sonst würden sich die Leute am illegalen Markt wieder das Zeug besorgen oder machen. Und gerade bei der Butangasextraktion zur Herstellung von Extrakten
ist halt wirklich ein hohes Risiko, ein hohes Explosionsrisiko. Und das ist extrem gefährlich, gerade so in Wohnungen und so, wo da noch andere sind. Das sollte man wirklich vom illegalen Markt bekommen. Ja, ja, dann gibt es natürlich noch E-Vapes, also so Stifte, die will ich noch kurz vortragen. Meistens aus Cannabis-Extrakten, die sind gelöst in Trägeröl, wird dann auch verdampft. Bestandteile sind meistens Extrakt oder Isolat mit dem Trägeröl. Und je höher der Gehalt des Extraktes ist, also die Potenz, desto weniger Trägeröl muss dann natürlich verwendet werden. Das sieht man meistens an der Konsistenz. Je flüssiger, desto mehr Trägeröl wurde meistens verwendet. Ja, wo sind die Vorteile? Es ist auch ein schneller Wirkungseintritt, eine hohe Dosierungskontrolle eigentlich, weil man kann langsam ziehen oder mehr ziehen. Eine lange Haltbarkeit in den meisten Fällen, außer dass es auch verdunstet. Es gibt nicht wirklich einen Verbrennungsprozess, somit weniger Risiko für Atemwegserkrankungen als beim Rauchen. Vorausgesetzt natürlich, es ist jetzt nicht mit zum Beispiel komischen Sachen als Trägeröl gemischt. Man sollte eher Glycerin, MCT nehmen und so weiter. Kontra, was ist also negativ? Es könnte durch eine einfache Handhabung zum Konsum anregen. Also Langzeitfolgen von Trägerölen erst anfänglich. Sind das anfänglich erforscht. Risiko illegaler Vapes ist wieder da, wenn man es nicht legal anbietet. Und es gibt natürlich auch Vapes, die dann ohne Analyse sind, mit synthetischen Cannabinoiden, die ich für sehr gefährlich halte. Ganz abgesehen von Schwermetallen, die bei der Herstellung in die Präparate kommen können. Und übrigens, illegale Vapes können auch mit Vitamin E Acetat als Trägerstoff enthalten. Das ist richtig gefährlich, also Finger weg davon. Eine Empfehlung ist, dass Trägeröl sollte MCT oder Glycerin verwendet sein. Man sollte vielleicht auch keine Einweg-Vapes verwenden, sondern vielleicht welche zum Nachfüllen oder vielleicht auch welche, die man dem Hersteller zurückgeben kann, damit man einfach zusätzlichen Müll nicht verursacht. Ja, ich danke für euer Durchhalten. Das war die Folge, denn jetzt kommen wir zum Abschluss. Noch generell zum THC-Gehalt möchte ich euch noch ein, zwei Dinge sagen. Der Status quo ist einfach, THC-Gehalt illegaler Produkte ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen durch die Züchtungen. Also die bekanntesten Cannabis-Sorten haben meist mehr als 20% THC-Gehalt. Auch eine enorme Steigerung des Ertrages wird erzielt, und zwar durch Züchtung halt auf höhere Potenz, optimierte Umweltbedingungen, also im geschützten Anbau, Belichtungen, die besser werden, Bewässerung, Temperatur, Düngung, Pflanzenschutz und so weiter. Ja, es werden auch meistens Sensimilla-Pflanzen benutzt, verkauft, also unbestäubte weibliche Cannabispflanzen, was das auch noch verursacht. Ja, es gibt auch ein paar Argumente für eine THC-Obergrenze, also die dafür sprechen, dass mit höherem THC-Gehalt steigt die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen und dem Suchtpotenzial. Und es erleichtert natürlich den Einstieg für Neukonsumenten und Konsumentinnen mit Produkten mit geringeren THC-Werten. Ja. Ja, und die Argumente, die gegen eine THC-Obergrenze sprechen: Der illegale Markt würde natürlich weiterhin hochprozentige THC-Produkte anbieten und das würde florieren. Viele Konsumenten und Konsumentinnen sind oder bevorzugen halt häufig hohe THC-Werte. Das liegt an der Toleranz, an der Gewöhnung. Ja, und würden bei einer THC-Obergrenze nicht vom Illegalen auf den legalen Markt umsteigen. Streckung der Produkte im illegalen Markt darf man auch nicht vergessen, teilweise mit lebensgefährlichen synthetischen Cannabinoiden, um eine hohe Potenz zu erzielen. Das sind sehr üble Methoden. Ja, in der Beschreibung findet ihr übrigens noch eine Auflistung, in welchem Staat etwas reguliert wurde, beziehungsweise wo es überhaupt durchgesetzt wurde. Ja, und vielleicht sollte man noch eine kleine Empfehlung für die mögliche Regulierung geben, und zwar, dass es keine THC-Obergrenze auf Cannabisblüten und Extrakte geben sollte. Auch nicht auf Edibles. Denkbar sind 5 bis 20 Milligramm THC pro Konsumeinheit, um ungewollte Überdosierung zu vermeiden. Breite Palette von Produkten mit unterschiedlichen THC-Werten anbieten, damit die Leute sich das aussuchen können. Also, dass sie individuell die präferierte Potenz wählen können. Ja.
Eventuell die Besteuerung des THC-Gehalts, also um die Konsumenten auf preiswertere Produkte mit niedrigem THC-Gehalt zu lenken. Informationen zum THC-Gehalt sind sehr wichtig auf der Produktverpackung. Aufklärung der Konsumenten und Konsumentinnen bezüglich Schadenspotenzial von hohen THC-Werten wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht eine Art Ampelsystem mit Farben denkbar, also rot, hoch, orange, mittel, grün, okay oder gering. Ja? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bleibt gesund. Bye-bye.